3. Jetzt aufs große Tor. Boah. Tolles Tor von Yusufa. Und jetzt wieder 1 gegen 1 auf den beiden Seiten, auf die kleinen Tore. Da hat jetzt gerade gespielt Karim Ademi gegen Sebastian Haller. Jetzt geht es wieder aufs große. Oh. Oh. What a goal von Jude. Jetzt aufs große Tor. Boah. Tolles Tor von Yusufa. Und jetzt wieder 1 gegen 1 auf den beiden Seiten, auf die kleinen Tore. Da hat jetzt gerade gespielt Karim Ademi gegen Sebastian Haller. Jetzt geht es wieder aufs große. Oh. What a goal von Jude. Oh. Der Doc war direkt hier unruhig. Das hat man gemerkt. Das gefällt dir gar nicht, ne? So. Gio war liegen geblieben und hatte Jude veräppelt. Gleichzeitig aber auch Doc Brown. Und das war... Es wurde heute Morgen schon angedeutet, dass es heute etwas zur Sache geht. Sehr cool gemacht von Nico Schlotterbeck. Jetzt Marius Wolf gegen Mats Hummels. Mats setzt bis zum Tor nach. Weil wir vermehrt auch die Nachfrage nach Thomas Meunier erhalten haben, können wir eine kurze Info schon mal geben. Der hatte heute im Vormittagstraining muskuläre Beschwerden. Die sind dort aufgetreten, aber genauere Untersuchungen folgen noch. Sobald es da was Festes gibt, werden wir euch natürlich entsprechend informieren. Das Geburtstagskind wird beklatscht. Emre Can hat gegen Marco gewonnen im Zweikampf. Oh, durch die Beine. Oh, ganz stark. Das war jetzt von Mats ganz stark gemacht. Leichtfüßig. Das ist wirklich eine sehr interessante Spielart. Hier kann man die Jungs auch schön fertig machen.
auch. Da hat Moderhut 32 Finden gemacht. Aber Nico Schlotterbeck hat sich einfach nicht bewegt. Das ist aber auch eine Übung, die wir jetzt beim letzten Livestream schon gesehen haben. Ne? Viele Umschaltmomente, defensiv, offensiv, viel Tempo, dann hohe Intensität, viele Abschlüsse. Ich glaube auch so ein Thema, wo Edin Terzic und sein Team großen Fokus drauf gelegt haben in diesem Trainingslager. So, jetzt wurden die Seiten gewechselt. Gleiches Spielchen noch einmal. Luca Unbauen, ganz stark im Tor. Greg hatte ja so ein bisschen Rückenprobleme. Ich weiß gar nicht, ob er wird wahrscheinlich auch individuell ein bisschen was trainieren. Genau. Man mal gesehen, wie man es machen kann bei Donny Mahlen. Er hat auch eine unfassbare Geschwindigkeit und er ist einfach mit Tempo drauf los, Ball vorbeigelegt. Da kommst du als Abwehrspieler nicht vorbei. Er hat es auch stark gemacht von Felix Baslak. Da einfach Rafa Guerrero mal den Ball abgeluchst. Sumi Koulibaly ist wieder dabei, der hat ja auch mal zwei Tage ein bisschen individuell trainiert. Einer, der mir in den ersten zwei Tagen sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Einer der jungen Spieler, der wirklich über ein, meiner Ansicht nach, sehr, sehr großes Potenzial verfügt. Und da sehen wir es wieder, Donny Mahlen legt vorbei, kommt Anthony Modest nicht hinterher. Thank you.
Was sieht man's? Donny Malm macht das klar, immer das Gleiche. Das muss er im Spiel auch machen, Timo. Das bringt ihm den Vorteil. Wenn er den Gegner vor sich hat, mit schnellen Schritten nach vorne geht, hast du keine Chance gegen ihn. Aber man muss es sich natürlich auch trauen. Ne? Haben wir aber jetzt gegen Düsseldorf schon gesehen. Zwei Tore hat er gemacht. Ja. In den Schlussminuten hat man auch gesehen, welcher Power er dann am Gegenspieler oder an den Gegenspielern, es waren ja oft mehrere, vorbeigegangen ist. Und dann auch mit zwei super Abschlüssen, einmal mit ordentlich Wumms und einmal mit viel Gefühl. Die lange Ecke, der war schon gut. Können wir uns dran gewöhnen. So, jetzt gibt's